Talk About It, der Hackerschool Podcast. Wir sprechen mit Menschen, die uns durch ihren Weg in die digitale Zukunft begeistern. Hallo und herzlich willkommen zum Hackerschool Podcast. Heute mit einer krassen Sonderausgabe, über die ich schon lange nachgedacht habe, die ich schon lange machen wollte, weil die drei Jungs, die heute bei mir sind, sind dafür zuständig oder verantwortlich, dass es die Hackerschool überhaupt gibt. Denn ihr wisst, die zwei Mythen über mich, ich habe weder IT studiert, noch die Hackerschool gegründet. Damit können wir heute endlich und final aufräumen. Das werden wir immer wieder abspielen, wenn diese Frage kommt. Bei mir sind Andreas Ollmann, David Cummins und Tim Peters, die vor ungefähr 10 Jahren die Hackerschool gegründet haben. Wie ist das für euch? Wer möchte anfangen? Wie war es, dass es jetzt 10 Jahre Hackerschool gibt? Was macht das mit euch? Also ich habe mich gerade gemeldet, deswegen darf ich anfangen, das ist super. Wir haben uns nämlich verabredet, dass wir uns Handzeichen geben, wer als erster spricht, damit nicht alle gleichzeitig reden. Denn das wäre das Hauptproblem wahrscheinlich gewesen. Ich freue mich total, dass du Jungs gesagt hast. Es gibt ein bestimmtes Alter im Leben eines Mannes, wo man sich freut, zu den Jungs gezählt zu werden. Nein, ich find's total cool, dass wir uns in dieser Runde wieder treffen, weil tatsächlich haben wir drei ja damals die Hackerschool gegründet, vor tatsächlich fast 10 Jahren. Und ich sage ja immer, wenn ich die Geschichte der Hackerschool erzähle, sie wäre nicht da, wo sie heute ist, wenn wir nicht irgendwann dich getroffen hätten, Julia. Und insofern ist es ganz cool, dass sozusagen das Pack sich wieder getroffen hat jetzt hier mal zusammen und das auch quasi aufzeichnen kann. Ich freue mich da sehr drüber. David, dir wird der legendäre Satz zugeschrieben, boah, man bräuchte sowas wie eine Hackerschool. Wann war das und warum eine Hackerschool? Ja, wann genau das war, gibt es unterschiedliche Erinnerungen, unterschiedliche Mythen darüber. Im Grunde genommen, der Satz kam irgendwie von mir, also der Name und auch so grundsätzlich die Idee, wo ich gedacht habe, damals, also die längere Geschichte war, dass wir sehr viele der Auszubildende Interviews geführt haben oder potenzielle Auszubildende interviewt haben bei uns für Anwendungsentwicklung und die wenigsten davon, fast gar keine davon, hatte vorher programmiert. Und ich auch durch meine private Beziehung habe Einblicke in Schule und damals habe ich überlegt, eigentlich wird es nicht möglich sein, für uns die Schule zu ändern oder schon gar nicht die Politik. Was könnten wir machen als Unternehmen? Und so fing die Idee an, dass wir gesagt haben, also nicht nur wir, sondern insgesamt, was könnte die Wirtschaft tun, damit es junge Leute ermöglicht, einen Blick zu haben, was es bedeutet zu programmieren. Es ging nicht darum, alle junge Menschen im Informatiker umzuwandeln. Den Vorwurf haben wir ein paar Mal gehört auf dem Weg, sondern es ging darum, dass sie eine Chance haben, selber zu entscheiden. Och, also ich finde das nach wie vor auch nicht dramatisch, wenn wir nur kleine InformatikerInnen haben. Die Welt könnte schon schlechter sein, aber ist natürlich ein hehres Ziel. Tim, dir wird auch immer in der Geschichtserzählung die Rolle des Brandbeschleunigers zugetragen oder zugeteilt, angedichtet, wie auch immer. Deine Rolle bei der Entstehung der Hackerschool? Eins von drei Beinen, mindestens 3 Wochen Tisch umzustehen, ein fachliches Brain, David, ein Organisationstalent, Andy und einen, der rausgeht und verkauft. Und das war meine Rolle. Ich weiß noch genau, wann es losgegangen ist. Ich bin 2008 nach Hamburg gekommen. Ich komme aus dem Ruhrgebiet ursprünglich und habe sehr früh Andy und David kennengelernt und schätzen gelernt und wir hatten immer mal was zu tun, so klassisch Netzwerk. Und eines Tages kam ein Anruf und Andy sagt so, hey Tim, hast du mal Zeit? Wir haben da so eine Idee und wir wollen uns treffen. Und zu dem Zeitpunkt hatte Ministry die Büros noch im Cremant und haben uns getroffen. Dann waren wir noch unten in der Speicherstadt, wir haben Burger gegessen und aus ursprünglich für eine Stunde angesetzten Meeting wurden mehrere Stunden. Am Ende haben wir in der kleinen hauseigenen Bar beim Bier gesessen und die Idee der Hackerschool war geboren und wurde quasi am nächsten Morgen umgesetzt. Und das ist geil und es fühlt sich an, als wäre es gestern.
Und es sind 10 Jahre, ich finde das unfassbar. Und ich brenne immer noch wie vor 10 Jahren und bin auch unsagbar stolz, was sich daraus entwickelt hat, was ohne dich und dein Team niemals möglich gewesen wäre. Vielen Dank. Vielen Dank. Aber ich sehe bei Andi an der Stelle langsam so ein bisschen System. Unser erstes Gespräch war auch irgendwie länger als geplant, oder? Erinnerst du dich da noch dran? Auf jeden Fall erinnere ich mich da dran. Das war bei einem deutschen Business-Netzwerk haben wir uns getroffen, weil wir beide irgendwie in einem Projekt waren, was Geflüchtete in den Arbeitsmarkt integrieren wollte. Und ich hatte, glaube ich, mein Hoodie an, mein Hackerschool-Hoodie, den typischen Hackerschool-Hoodie, den du auch immer anhast heute, den alle kennen, glaube ich, mittlerweile. Und dann kamen wir irgendwie ins Quatschen und es gab damals die Idee, ob man nicht die Hackerschool auch nutzen könnte. Das war 2015, um Geflüchtete in den IT-Markt zu integrieren. Und ich weiß noch, wie wir festgestellt haben, dass wir in der gleichen U-Bahn nach Hause fahren und ich dir auf der U-Bahnfahrt angefangen habe, von der Idee zu erzählen und du innerhalb kürzester Zeit erstens mir gesagt hast, warum die Idee so nicht funktioniert und zweitens, wie sie aber funktionieren könnte. Und und dann ergab sich daraus, dass wir überlegt haben, könnten wir das vielleicht zusammen machen. Der Anfang einer wunderbaren Freundschaft. Genau. Das Spannende ist, dass in diesen Tagen tatsächlich auch bei uns recht viel über die Entstehungssituation sozusagen der Hackerschool gesprochen wird, weil eine Geschichte, die sich da auch darum rankt, ist ein Zusammenhang mit der Entscheidung des damaligen und jetzigen Schulsenators Thies Rabe, Informatik nicht als Pflichtfach in den Schulen einzuführen, was sich ja jetzt magischerweise 10 Jahre später geändert hat. Könnt ihr den Zusammenhang nochmal erzählen? Ja, also das hat uns schon sehr verärgert zu dem Zeitpunkt, das zu hören. Das hing in den Zusammenhang mit, wir können nicht erwarten, dass die Schule sich ändert oder dass wir Einfluss darauf nehmen können. Also dann kam diese Botschaft an und hat uns vielleicht noch ein bisschen noch mehr angeregt zu gucken, was könnten wir und andere Unternehmen tun. Für mich hat es tatsächlich ein bisschen sich relativiert im Nachhinein, muss nicht tiefer darauf eingehen, das wird man auch in die nächste Zeit sehen, wo es kommt, weil was da tatsächlich drin stecken sollte, ist vielleicht auch nicht das, was wir uns erwünscht hätten, was ein Informatikunterricht bedeutet oder wie das realisiert wird an Schulen. Wie gesagt, ich habe ein bisschen Einblick in die Sache und klassische Vorgehensweisen in unseren Schulen immer noch heute, wie vor 100 Jahren, es muss speziell ausgebildete Menschen sein, es muss irgendwas anderes dafür weichen und es muss in einer Art und Weise aufgezogen werden, die oft daran scheitert, dass es die ausgebildeten Menschen in der Form nicht gibt. Also wir werden sehen. Und ich glaube, Julia, wir brauchen die Hackerschool weiterhin eine ganze Weile. Ich glaube, von Tim kommen Ergänzungen. Ja, absolut, absolut. Es war im Prinzip nur noch der Tropfen, was seinerzeit dann aus der bildungspolitischen Richtung in Hamburg verlautet war. Aber den Bedarf hatten wir vorher schon erkannt. Also David hat ja lange, lange vor der Gründung der Hackerschool sich für diese Themen schon engagiert, Andi ähnlich. Wir haben es nur nicht so konzentriert und gemeinsam getan, aber den grundsätzlichen Bedarf, der war nichts Neues. Also ich selbst habe in den 90ern in NRW eine Petition mit Unterschriften an den lokalen Gymnasium für Informatik gemacht, wurde abgelehnt und 10 Jahre später an der Uni die Erfahrung gemacht, dass Informatik nicht da war. Und die Schwierigkeit ist halt, die Technologie entwickelt sich rasant und das war halt auch etwas, womit
David, Andy und ich und auch unsere Teams tagtäglich unsere Kunden beraten, ist, alles wandelt sich, alles verändert sich. Unternehmen müssen, ne, transformieren, schwieriger Begriff, aber müssen sich halt verändern und anpassen. Und da reicht es halt nicht nur, wenn du Technologie ins Haus holst, sondern du brauchst auch die Menschen, die die Wertschöpfung betreiben. Und die gibt's jetzt nicht in den Unternehmen. Also aktuell müssen, glaube ich, 50% aller Erwerbstätigen abskillen, kleinteilig diese Zukunftskompetenzen aneignen. Und wir sahen halt, auf Zukunft wird nichts nachkommen. Weil wenn es nicht in der Schule ist oder in Ausbildungsberufen, in dem Umfang, wie es benötigt wird, wie sollen die Menschen dann mit diesen Skills ausgestattet in den Arbeitsmarkt kommen? Ich finde, also uns wurde ganz oft immer gesagt, David hat es ja vorhin schon angekündigt oder angedeutet, ihr wollt jetzt alle Kinder zu InformatikerInnen ausbilden. Und was ich immer wichtig fand bei der Hackerschool, immer wieder erwähnen möchte, ist, es geht uns überhaupt gar nicht darum, irgendwen auszubilden, irgendwem irgendeine Programmiersprache beizubringen oder sonst irgendwas, sondern wir haben unsere Lehrer, in Anführungsstrichen, also die Menschen, die mit den Kindern die Kurse machen, das sollen ja Leute sein, die das beruflich tun, also nicht mit Kindern irgendwelche Kurse machen, sondern in der Informatik beruflich arbeiten, die haben wir immer Inspirer genannt und nicht Lehrer, weil unser Hauptansatz ist, zu inspirieren. Wir wollen Kindern zeigen, um es mal flapsig auszudrücken, wie geil das ist, mit Code und mit Technik die Welt zu gestalten. Und ich glaube, das ist genau der Punkt, um den es grundsätzlich geht. Tim hat ja gerade schon gesagt, die Welt verändert sich, sie verändert sich auch immer schneller. Wir brauchen überhaupt gar nicht erst in KI zu gucken, um zu merken, dass wir eine exponentielle Veränderung haben. Eine Veränderung, die seit dem Beginn der Industrialisierung noch nie so schnell war. Und was wir brauchen, ist Innovationsfähigkeit in Unternehmen, in der Gesellschaft. Wir müssen lernen, umzugehen mit Veränderung und die Veränderung gestalten zu wollen. Und wir können sie halt richtig gut unter anderem auch mit Code und mit Technik gestalten. Und deswegen wollen wir das bei den Kindern auslösen. Wir wollen, dass die am Samstagmorgen kommen und am Sonntagabend gehen und das Gefühl haben, geil, ich habe was gebaut, das habe ich gemacht. Gestern wusste ich nichts, jetzt habe ich was gestaltet in meiner Welt. Und das ist, glaube ich, das, worum es eigentlich geht. Und IT, Code, Technik ist ein wunderbares Tool, um das sehr, sehr schnell zu erleben, weil man relativ wenig Handwerk lernen muss heutzutage. Wenn ich gestalten wollte, indem ich Holz bearbeite, muss ich eine ganze Menge Werkzeuge erstmal lernen. Ich kann aber die Welt gestalten mit Code und das geht super schnell. Und das ist das Tolle daran. Das heißt, das ist der eigentliche Grund, warum es die Hackerschool braucht, um das in die jungen Menschen reinzubringen, dieses Gefühl. Auch wenn du es nicht explizit als Wort genannt hast, Begeisterung als Schlüssel, ne? Ja. Also diese einfach, ich weiß gar nicht, ob es die Aussage mit wir wollen geilen Scheiß machen bei euch schon gab, aber das ist ja das, was ich tatsächlich täglich mit durchziehe. Was sind denn eure begeisterndsten Erinnerungen, Stichwort Andi auf der Treppe im Cremont bei der Ankündigung der Kurse oder ähnliches. Kann jeder von euch mal eine von den coolen Erinnerungen aus den Kursen teilen, wo wirklich genau dieses der tropfende Zahn, die leuchtenden Augen rüberkommt? Wow. Das Schwierigste daran ist, sich jetzt den auszusuchen, den man dann gerade erwähnen will, weil es gibt unendlich viele Geschichten. Und ich habe so eine grundsätzliche Geschichte, weil das ganz oft auftauchte, dieses, was ich gerade so ein bisschen angerissen habe, dieses ganz oft kamen Kinder, gerade in der ersten Zeit, als wir drei das halt noch gemacht haben, nebenberuflich, ehrenamtlich, haben wir ja die Kurse organisiert, also vorbereitet, diese Sessions haben wir das genannt, organisiert, ganz oft auch bei uns, bei Ministry im Büro dann gemacht am Wochenende. Und dann kamen halt Kinder an am Samstagmorgen, oft gebracht von den Eltern, weil es war so zu der Zeit noch sehr stark durch die Eltern getrieben, was uns immer ein bisschen gestört hat, weil wir haben uns immer gefragt, was müsste man denn noch tun, damit auch die Kinder, die nicht von ihren Eltern dahin gebracht werden, zu uns kommen. Aber das ist ja ein Thema, wo ihr jetzt ganz, ganz super, ganz massiv dran seid. Zurück zum Thema. Da kamen also die Kinder, wurden dann von Mama oder Papa gebracht. Und ganz oft war das so ein bisschen das Gefühl, ich weiß gar nicht, was ich hier soll und ich bin ganz schüchtern und ganz zurückhaltend. Und dann haben wir immer so ein bisschen gefragt, habt ihr denn schon damit irgendwie Kontakt gehabt? Nee, gar nicht. Und wenn dann die gleichen Kinder nach zweimal vier Stunden waren es ja eigentlich nur am Sonntagmittag, dann haben wir immer so eine Abschlusssession gemacht, wo die Kinder vorgestellt haben, was sie in ihren jeweiligen Kursen gemacht haben. Wenn dann die gleichen Kinder da standen und total stolz erzählt haben, wie sie
zwei Alexas programmiert haben, die sich miteinander unterhalten oder irgend so ein Kram oder einen Minecraft-Server programmiert haben oder ein Raspberry Pi zusammengebaut, Betriebssystem installiert und darauf ein Spiel programmiert, was immer, wenn das kleine Fledermäuslein gegen die Wand fliegt, leuchtet eine rote LED auf, die sie angeschlossen haben. Also plötzlich so Dinge gemacht haben, wo man denkt, wow, das ist ganz schön high-end. Das fand ich immer, immer am großartigsten, diese unglaublich rapide Verwandlung und eben das Leuchten in den Augen, wenn dann solche Sachen vorgestellt wurden. Den Kurs mit den 10 quatschenden Kindern und 2 quatschenden Alexas, den erinnere ich noch sehr gut, der war sehr laut. Und das war wunderbar. Tim, was sind deine Erinnerungen? Auch unfassbar viele. Eines der größten Momente, das war noch vor den Kursen. Wir hatten dann das Netzwerk bemüht, hatten gesagt, okay, wir müssen jetzt raus und wir suchen diese Inspira und haben unser Netzwerk angetriggert und hatten dann eingeladen und ein bisschen vorbereitet und ja, ein bisschen Cola, Wasser, Bier, Schnittchen im Cremant und wir hatten keine Ahnung, wie viele kommen. Und plötzlich ging die Tür auf und die erste kam, der zweite kam, der dritte, vierte, fünfte, sechste und ich stand da und dachte, oh mein Gott, wie geil. Ja, so viele Menschen. Und dann waren die Schnitzchen alle. Haben wir noch nachbestellt. Haben noch Caterer und Pizza noch geholt und Bier vom Nachbarn und hat alles funktioniert. Aber alleine zu sehen, wie viele Menschen es gibt, die motiviert sind, begeistert sind und die Idee mit unterstützen wollen, weil ohne die Inspira wäre das ja niemals möglich gewesen. Im Kurs selber, das weiß ich auch noch, erster Kurs Wandsbek Medienschule, da haben wir quasi noch den Hausmeister gemacht. In der Pause kam ein Teilnehmender, ein junger Mensch, Len, kommt und sagt in der Pause, der war schon im Kurs, hörte ich schon von ihm, geil, es läuft. So, und dann kam er in der Pause und sagt so, ey, das ist die coolste Schule, auf der ich je war und ihr seid die coolsten Schulleiter. Und da dieses Leuchten in den Augen, ich war jetzt vor knapp einem Monat, habe ich in meiner Heimatstadt Schwerte auch einen Hackerschool-Kurs wieder besucht und mich um die Schnittchen wieder gekümmert. Und auch da das Gleiche, die begeisterten Augen, wenn etwas läuft. Und da war ein Junge, der hat dann so Scratch gemacht, der hat eine App gemacht, wo nach dem 38. Mal klicken ein Du bist doof kommt. Völlig egal. Aber ist gelaufen und hat sich gefreut wie Bolle, als das Ding lief. Und diese Begeisterung, da war ein junger Mensch, der kommt aus Düsseldorf. Schwerte liegt bei Dortmund. Und dieser junge Mensch, der da war, der kommt aus Düsseldorf. Und der war schon das vierte Mal aus Düsseldorf angereist zur Hackerschool, weil er es so toll fand. Und das zu sehen, dass die Idee weitergegeben wird und diese Menschen in andere Menschen inspirieren, ja, mehr kann man sich nicht wünschen. Die Augen leuchten immer noch. Vielen Dank, David. Jetzt hast du am längsten Zeit. Ja, das macht es nicht einfacher, dann auszusortieren und zu überlegen, welche von den vielen Erfahrungen, die wir damals gemacht haben, also letztendlich, wenn ich darüber nachdenke, war auch ein Learning dabei, die wir relativ früh gemacht haben. Also ich vor allem hatte gedacht, man sollte nicht zu jung, also ich hatte ein bisschen Sorge um die Überforderung unserer Inspirer mit jüngeren Schülern mir Gedanken gemacht und gedacht, wir sollten schon vielleicht ab 14, 15 machen und es stellt sich ja heraus, dass es gar nicht so ist. Also das ist viel, also tatsächlich, wenn man Begeisterung, die Begeisterung haben wir am meisten gesehen mit den Menschen ab 11 oder, also tatsächlich haben wir in Ausnahmefällen auch ein paar noch jünger dabei gehabt. Und das ist auch toll, weil man gerade noch in dem Alter sich noch nicht gelernt hat, die Begeisterung ein bisschen zu überspielen und cool zu bleiben. Und ich weiß auch nicht, wann wir damit angefangen hatten. Ich weiß nicht, ich glaube, ganz am Anfang war es noch nicht, aber wo wir die Schluss bei unseren Sessions am Schluss alle Kinder zusammengebracht haben und die verschiedenen Kurse durften vorstellen, was sie gemacht haben.
Und diese Begeisterung im Raum, dieses Spaß, was sie dran hatten, dieses Stolz, was sie hatten, was sie hatten, weil wir hatten ja auch als Vorgabe, dass es sollte auch was Handfestes gemacht werden in den Kursen, ne? Dass die Leute gesagt haben, okay, jetzt habe ich was gemacht, ich habe nicht nur irgendwie Theorie gelernt. Und das war so schön, eben halt diese Begeisterung und diesen Stolz zu sehen bei den ganzen Kindern. Ansonsten musste ich, also ich könnte noch einige andere einzelne Geschichten aufbringen, aber ich musste natürlich daran denken und die zwei jungen Menschen, die dem Bundespräsidenten Amico Bit in die Hand gedruckt haben, als der Bundespräsident uns besucht hat, mit ihrem selbst gebauten Spiel. So stolz drauf waren, was sie da gebaut haben und alles erklärt haben, wie das funktioniert und was dahinter steckt. Das war auch ein tolles Moment. Das beschäftigt die immer noch. Also Theo und Zoe waren auch jetzt, die haben auch sogar einen Beitrag zum Hackerschool-Buch mitgeschrieben, genau auch über diese Geschichte. Das waren auch, die waren lustigerweise im ersten Kurs, David, den mein Mann mit dir gemacht hat, da war ja auch so, oh Gott, ja, ich mache den mal mit oder vielleicht. Und nach dem Microbit-Kurs, wo eben dieses legendäre Geschwisterpaar auch teilgenommen hat, war der auch angefixt. Das ist ja für mich auch einfach die coolste Kombination. Ich habe ja alle Zutaten zu Hause. Meine Kinder sind jetzt ja 9 und 13 und mein Mann ist, glaube ich, der am meisten zitierte ITler der Welt in jedem Podcast. Ja, Andi lacht schon. Deswegen heißt Andi nämlich auch offiziell in unseren Kreisen immer Andreas, weil mein Mann auch, aber wirklich, wirklich Andi heißt und von daher. Aber da zu sehen, was das mit den ITlerInnen macht, weil ihr habt die Idee ja letztendlich aus der Situation geboren, dass ihr schon dachtet, da haben Leute richtig Bock drauf. Und auch David, bei dir habe ich in dem Kurs mit Andi auch wirklich die Augen leuchten sehen. Was war so eure Idee dahinter? Oder auch was habt ihr von den ITlerInnen mitgenommen, was es für die bedeutet hat, die Kids für die eigene Begeisterung wirklich heiß zu machen? Wir fangen mal wieder mit Andi an, oder? Also mir fällt da ein Kollege ein, der damals auch bei Ministry gearbeitet hat. Da fing das dann auch natürlich gleich mit an, dass die Entwickler, die wir hatten, auch gesagt haben, oh geil, da bin ich gern dabei. Also wir kannten ja diesen Menschenschlag, den wir gerne als Inspirer haben wollten, natürlich selber auch aus der Arbeit. Mir fällt gerade eine Geschichte da auch ein, wir sind ja auch hier, um Geschichten zu erzählen. Dass nämlich wir irgendwann eine Anfrage bekamen, schon relativ früh von einer Schule, die gefragt hat, könntet ihr auch in unseren Informatikkurs, den es da noch gab, oder in vielen Schulen gibt es das ja auch unabhängig davon, ob es im Lehrplan steht, dann eben als Wahlpflichtkurs oder ähnliches. Also da gab es irgendwie ein ich glaube, eine Projektwoche war das oder ähnliches zum Thema Informatik. Und die haben dann irgendwie von uns gehört und haben uns angefragt, ob wir jemanden schicken wollen würden. Und dann haben wir... Die haben eigentlich immer gesagt, ja, die Inspirer, das sind ja keine Lehrer. Kleine Nebengeschichte, das haben wir auch mal irgendwann einer Mutter gesagt, die ihr 10-jähriges Kind anmelden wollte und gefragt hat, ob das ginge. Und wir haben gesagt, wir haben ja keine Lehrer hier, das ist schwierig wegen Pädagogik. Und dann war die Antwort von ihr, ja, das macht nichts, Lehrer hat er ja schon genug, der braucht. Gut, also insofern, jetzt war also die Frage von dieser Schule und dann haben wir unsere Inspirer-Gruppe, die wir damals hatten, gefragt, ob jemand Lust hätte, in eine Schule zu gehen und da mal ganz früh morgens um 8 eine Art Mini-Hackerschool zu machen. Und dann hat sich eben Christian gemeldet und hat gesagt, auf jeden Fall. Und sein Spruch, weswegen er das machen will, nämlich super, super früh aufstehen, um 8 Uhr in einer Schule sehr weit weg von seinem Wohnort zu sein, war, ich habe in der Schule immer eine 5 in Mathe gehabt. Und ich will jetzt in die Schule gehen und den Kindern sagen, du musst nicht gut in Mathe sein, um Informatiker werden zu können, um was mit Code machen zu können, um die Welt gestalten zu können. Das war seine Motivation. Und ich glaube, das fasst ganz gut grundsätzlich die Motivation zusammen, die viele haben, weil wir haben natürlich eine Menge Leute, die das... den Job, den sie heute machen, deswegen machen, weil sie da so hobbymäßig reingewachsen sind, entdeckt haben, dass es was für sie ist, einfach Bock drauf hatten, Sachen zu bauen und das, was ich vorhin gesagt habe, diese Tools dann entdeckt haben dafür. Und aus meiner Sicht zieht sich so ein bisschen durch, dieser Wunsch, die Begeisterung, die man selbst hat für die Welt, in der man da arbeitet, weiterzugeben an junge Leute und zu zeigen, wie viel Spaß das machen kann. Dass es nicht darum geht, gut in Mathe zu sein, gut in Physik zu sein, sondern Spaß zu haben, Dinge zu bauen. Deswegen ja auch Hackerschool, weil ein Hack ist ja
erstmal ein Versuch mit Code und IT etwas zu bauen, bevor es ein fertiges Produkt wird und ähnliches. Tim, du hast gerade genickt. Ja, stimme komplett zu. Das ist auch das, was ich mit als Feedback bekommen habe. Die Inspirer sind aus den unterschiedlichsten fachlichen Richtungen gekommen und sind ganz tolle softwareentwickelnde Menschen geworden und mussten sich das alles weitestgehend eigenständig erarbeiten. Sehr viel Autodidaktisches, weil es eben gar keine Angebote gibt. Und wollten auf der einen Seite auch die jungen Menschen dahingehend motivieren, dass es wirklich cool ist, dass, ne, weil auch mitunter es ja durchaus auch mal vorurteilsbehaftet sein könnte, ne, der gemeine im Keller sitzende Nerd, ja, irgendwie sozial isoliert und nur mit Quellcode kommunizierend, nee, das ist ja nicht mehr das. Und auf der anderen Seite auch den jungen Menschen Möglichkeiten geben, die sie selber nicht hatten, für die sie aber gerne gehabt hätten, um besser ins Thema, also ein bisschen auch an die Hand nehmen und nicht vorreden, sondern vorleben, vormachen und enablen, also die jungen Menschen in die Lage versetzen, es selber umzusetzen. Ja, und am Ende die Open Source Tools mitzunehmen, das, was die gebaut haben, mitzunehmen. Und wie Andi vorhin sagte, die müssen ja nicht alle, Gott bewahre, im Nachgang dann Informatik studieren oder eine Ausbildung zur IT-Kauffrau machen. Darum geht es gar nicht. Aber es soll demystifiziert sein. Sie sollen wissen, was ist denn Coding, um dann sich für oder dagegen zu entscheiden und aber auch eine gewisse, ja, Grundkompetenz mitnehmen. Aber dieses Momentum ermöglichen, was ich selber nicht hatte, und die Begeisterung weitergeben. Ja. So, David. Ja, also ich kann nicht viel mehr dazu sagen. Also das haben die beiden auch schon gut ausgedruckt, was ich auch wahrgenommen habe. Also vielleicht nur noch, was die Kurse angeht. Wir hatten natürlich keinen Lehrplan. Den gibt es bestimmt heute immer noch nicht. Und wir haben nur wenige Voraussetzungen. Ich habe ein bisschen vorher schon auch kurz was davon gesagt. Und also die Kinder sollten was machen, so einen Spaß dran haben, so ein was Handfestes und Praktisches machen und so weiter. Aber der dritte war auch, dass die Inspirer etwas machen sollten, worauf sie selber Lust hatten, also was ihnen Spaß gemacht haben. Und das gab ihnen auch die Möglichkeit, also zusätzlich zu Motivation dahin zu kommen, die anderen beiden beschrieben haben, auch noch selber einen Spaß an einem Projekt mit den Kindern zu machen, etwas zu machen, also die Microbits rauszuholen. Wir hatten auch ein Inspirer-Paar, die mit 3D-Druck kleine rollende Roboter gebaut hatten mit Scratch was zu machen oder mit einem 3D-Programm ein Spiel zu entwickeln und so. Sachen, die viele Informatiker vielleicht auch selber als Hobby neben ihrem Beruf gemacht haben, und das mal zu zeigen und zu sagen, hey, und die Kinder teilhaben zu lassen an etwas, was wirklich, wirklich, wirklich Spaß macht. Vielen Dank. Ja, in dem einen legendären Film, wo wir auch mal Ulf, Marx und Robert mit interviewt hatten, war ja auch, stell dir vor, Mozart hätte erst mit 30 ein Klavier in der Hand gehabt. Gut, dann wäre er sehr stark gewesen. Aber wir hätten wahrscheinlich auch einiges verpasst. Ja, ich habe an dieser Stelle auch Bilder im Kopf. Ihr habt mir ja einen Arsch voll Arbeit ins To-Do-Buch geschrieben sozusagen, weil der Claim mit jedes Kind soll einmal programmiert haben, bevor es sich für einen Beruf entscheidet. Ich würde unterstellen, ihr hattet das nicht durchgezählt, aber das sind eine ganze Menge. Wenn wir das jetzt in 2030 wirklich schaffen, 1 Million Kinder als Big, Hairy, Audacious Goal wirklich zu erreichen, brauchen wir immer noch 6 Jahre, bis wir die Kids zwischen 11 und 18 durch haben. Aber wenn wir immer einen ganzen Schuljahrgang durchmähen, um wirklich jedes Kind einmal pro Schule zu erreichen, dann sollte das schon klappen, dann sind wir 2035 ungefähr durch und haben dann eigentlich nur noch das, was nachwächst, jedes Jahr wieder, also auch 1 Million abzuarbeiten. Es ist schon so ein kleines bisschen wuselig.
Und die größte Veränderung, David, weil du gerade sagtest, es gibt keinen Lehrplan oder keinen Rahmenlehrplan, nö. Aber wir haben mal Kurse vorbereitet, um tatsächlich wirklich dieses ganz Großdenken auch umzusetzen. Weil so Spaß ist immer absolut notwendig. Und wir sehen halt jetzt, dass wir, es sind nicht immer ITler, die die Kurse geben oder ITlerinnen, aber zu sehen, dass es auch für Erwachsene so richtig cool ist, sich mal zu trauen, wenn man das vorher nicht gemacht hat und dann mit 6 Kindern zusammen irgendwie doch geilen Scheiß zu machen, das ist schon eine ganz spannende Iterationsstufe, die das mittlerweile erreicht hat. Und genau dieser Begriff, Tim, du sagtest, das digitale Transformation, da ist ja auch ganz viel, man muss sich halt trauen. Und ich sehe auch, dass, auch wenn ich so auf euren Feedbacks gerade noch rumdenke, dass die ITlerInnen eigentlich immer genauso viel gelernt haben wie die Kids. Wenn ich an einen Kurs von Robert Repnack denke, wo der am Ende, der war wirklich in Schweiß gebadet. Es hat nichts funktioniert. Es ging überhaupt nichts zusammen. Und ich habe noch nie so geile Bewertungen für einen Kurs gelesen, weil die Kinder das so mega gefeiert haben. Haha, ich sehe euch nicken. Andi, dir liegt was dazu auf der Zunge. Nee, also genau das, was du sagst, hat bei mir ganz viele Erinnerungen wieder ausgelöst. Ich erinnere mich noch gut an To, das ist der mit seinem Inspira-Partner zusammen diesen Kurs mit den Robotern gemacht hat. Also so Line-Follower-Robots, also welche, die einer schwarzen Linie folgen können, wo die Kinder also irgendwie abfragen mussten, was die Fotodioden gesehen haben und dann irgendwie Motoren längs und rechts ansteuern, damit das Ding eine Kurve fährt und all so ein Zeug. Und der hat diese Roboter tatsächlich vorher selbst in einem 3D-Drucker gedruckt und dann sich auch irgendwo, glaube ich, aus China die Platinen besorgt, die er vorher selbst konstruiert hat. Also musste also 10 oder 12, weiß ich nicht, Roboter bauen. Mein Sohn war damals Teilnehmer von diesem Kurs und der Roboter steht auch noch, mein Sohn ist lange ausgezogen mittlerweile, aber der steht noch bei uns hier irgendwie auf der Fensterbank. Aber auf jeden Fall wurden die Dinger nicht fertig. Und er hat also dann noch Nächte vor seinem Kurs diese Roboter was macht man damit? Weiß ich nicht. Gelötet wohl nicht, aber irgendwie zusammengebaut auf jeden Fall. Und hatte Riesenstress und irgendwie, er hatte dann so Code-Stipsel vorbereitet, mit denen die Kinder arbeiten konnten. Und die funktionierten dann nicht so richtig. Dann musste er da auch immer. Und der hatte auch richtig Schweiß auf der Stirn, weil am Abschlusstag seines Kurses hatten wir Besuch von der Brand 1, die damals einen Artikel über die Hackerschool geschrieben haben. Und mit Kamera und Kram. Und die kam dann immer in seinen Kurs rein. Und er hatte gerade noch echt Schweiß auf der Stirn, weil irgendwas nicht funktionierte. Und dann haben die gesagt, macht nichts, wir schreiben ja nur und machen Fotos. die Dinger müssen gerade nicht fahren. Also diese Begeisterung, auch Sachen auszuprobieren, auf die man eigentlich selber auch Lust hat, das zieht sich tatsächlich durch. Ne? Oder wie der Entwickler von Otto, der in seinem Berufsleben immer mit Java irgendwelche E-Commerce-Systeme gebaut hat und gesagt hat, oh, mit Java kann man aber auch einen Minecraft-Server irgendwie, ich weiß gar nicht genau, was man da macht, bis heute weiß ich das nicht, aber ich glaube, wahrscheinlich kann man das Physikmodell ändern oder die Welt bauen oder sowas. Und der wollte unbedingt mit den Kindern auf einem Minecraft-Server mit Java entwickeln, weil er das selber immer schon mal wollte und hat einfach dann den Kurs gemacht nach dem Motto, wollte ich ausprobieren, ich nehme 10 Kinder mit. Und das war lange Zeit einer unserer erfolgreichsten Kurse. Andi, was soll ich sagen? Musst du auch mal bei Bene in den Kurs reingehen? Genau. Oh Mann. Es ist, also die Begeisterung ist halt wirklich spürbar. Tim, sag du nochmal. Leider kenne ich nicht jeden in Inspira persönlich, aber auf diesem Weg fühlt euch alle gedrückt. Was die Inspira leben, ist das, was man sich auch, wenn man über Wissensvermittlung redet, wünscht. Sind authentisch, sie sind ehrlich und sie sind auf Augenhöhe mit den jungen Menschen. Und natürlich gehen auch mal Dinge schief und funktionieren nicht. Ja, letzten Kurs in Schwerte, wir mussten da böse hacken, weil wir nicht ins WLAN reinkamen. Und die Kids haben mit an der Lösung gearbeitet, bevor der Kurs gestartet ist. Und einfach auch dieses Nahbare und nicht so verkrampft in der vermeintlichen Rolle eines besserwissenden Oberlehrers von oben herab. Nein, runter, Augenhöhe, authentisch, ehrlich. Und das zeichnet die Inspira aus. Ist eine unglaubliche Gang dahinter. Und auch wirklich zu sehen, mit welcher Leidenschaft es vorbereitet, es umgesetzt wird, das nimmt mich auch jedes Mal mit. Nun wird Hackerschool 10. Durchgeplant haben wir bisher erst bis 2030 und dann ist die Parole halten. Mal gucken, was uns alles auf dem Weg begegnet. Was sind denn eure Wünsche für die nächsten 10 Jahre Hackerschool? Was gebt ihr uns mit? Boah,
Ich habe das Gefühl, so richtig Wünsche äußern dürfen wir gar nicht mehr, aber weil wir sind ja, haben ja irgendwann den, finde ich, immer noch sehr richtigen Schritt gemacht, dass wir festgestellt haben, wenn wir noch aktiv in der Hackerschool bleiben, sind wir für dich eher ein Hindernis als eine Unterstützung, weil wir das halt immer nebenberuflich nur machen konnten und haben uns deswegen daraus dann ja zurückgezogen, aktiv was zu machen. Und das war, glaube ich, in jeder Hinsicht eine sehr gute Entscheidung, weil ich glaube, es wäre wahrscheinlich nicht da, wo es heute ist, wenn wir da noch immer rumhängen würden und sagen würden, ich habe das mal gegründet, wir müssen da mitreden. Und mit dieser Maßgabe denke ich so, es ist überhaupt nicht mein Job, mir irgendwas zu wünschen für die Hackerschool. Vor allen Dingen, weil ich alles, was ich davon sehe und lese und mitkriege, einfach so unglaublich cool finde, dass ich einfach nur mir wünschen würde, bitte, bitte macht so weiter und erfüllt eure Wünsche und Träume als Team und eure Ziele. Und ich meine, 1 Million Kinder im Jahr 2030, wie geil wäre das denn bitte? Also das wäre ja quasi schon das, was wir uns mal irgendwann gewünscht haben oder gedacht haben. Es gibt ja, glaube ich, irgendein Zitat von mir in irgendeinem Artikel, wo ich mal gesagt habe, wäre das nicht toll, wenn der nächste Mark Zuckerberg aus der Uckermark kommt oder so ähnlich, wo das, glaube ich, zitiert. Ja. Und ich glaube, wir haben schon, da haben wir jetzt vorhin nicht so drüber gesprochen, aber wir haben schon ein paar TeilnehmerInnen, die bei uns in der Hackerschool waren, vorher noch nie irgendeinen Einblick in IT hatten und hinterher dann jetzt zum Teil eigene IT-basierte Firmen gegründet haben. Es gibt uns ja 10 Jahre, das heißt, die ersten TeilnehmerInnen sind auch schon über 20. Und da gibt es tatsächlich ein paar, die eigene Firmen gegründet haben. Es gibt auch sicherlich total viele, die für sich gesagt haben, das ist nichts für mich, aber Stichwort, ne? Davids Idee damals, das ist eine qualifizierte Entscheidung auf Basis von Wissen. Das ist dann auch völlig in Ordnung. Auch genau das ist das, was wir mit der Hackerschool erreichen wollen. Beides ist gut. Und wenn das einfach weitergeht, bin ich, was die Hackerschool angeht, der glücklichste Mensch der Welt. Wir haben einige Kids mit Zuckerberg-Verdacht, aber ich weiß nicht, ob sie aus der Uckermark kommen. Wäre das auch regional auch anders? Das, okay. Das war nur, weil Zuckerberg und Uckermark sich so nett anhört. Also, ich schließe mich da komplett an, natürlich. Aber ich würde eigentlich sagen, ich wünsche, dass es weiterhin und immer darum geht, Inspiration und Spaß auch an der Sache zu haben. Vor allem auch für dich, Julia. Oh, vielen Dank. Ja, es ist manchmal so, also manchmal ist morgens zwischen 2 und 4 schon so ein bisschen Tough Love, möchte ich meinen. Einfach so, die Zahlen werden sehr groß. Wir sind jetzt über 60 Leute bei der Hackerschool. Wir werden dieses Jahr über 18.000 Kinder erreicht haben. Es hindert uns nicht dran, für nächstes Jahr gleich 50.000 zu planen. Und die Millionen ist auch nur in 2030 geplant. Nicht kumuliert bis dahin, sondern in dem Jahr. Das ist schon manchmal, also big, hairy, audacious goal. Das kann ich mir schon sehr visuell vorstellen. Aber es ist, ich bin dankbar, auch dank euch, den coolsten Job der Welt zu haben und einfach auch ein so wundervolles Team, was brennt, was heiß ist, was die Welt verändern möchte, was mit mir über Holacracy diskutiert oder nicht, und das ist für mich nicht flott genug. Aber diese ganzen Sachen einzubringen und zu denken und zu hinterfragen, die sind mega anstrengend und so genial. Und das ist so, so gut, das zusammenzudenken. Also von daher, wir nehmen das jetzt einfach mal wörtlich und jedes Kind sollte einmal programmiert haben, bevor es sich für einen Beruf entscheidet. Ich glaube auch, dass die Mission, die letztendlich durch euch gestartet ist und durch mein Team und mich jetzt gelebt wird, dass die tatsächlich zeitlos ist, weil ich verwende mittlerweile auch das Bild, wenn die Frage kommt, oh, ChatGPT, werden wir überhaupt noch programmieren? Naja, ganz ehrlich, wir krabbeln auch seit vielen, vielen tausend Jahren, bevor wir laufen. Und nur weil man das immer schon mal gemacht hat, sagt ja auch keiner, komm, lass uns mal was anderes machen als krabbeln, vielleicht kann man auch schneller laufen. Es ist einfach ein Weg, der Bewusstsein öffnet, der Bock auf geilen Scheiß und Welt verändern macht. Und von daher, ich denke, wir werden im Jahr 2024 von euch immer mal wieder hören, weil wir wollen die 10 Jahre Hackerschool so richtig feiern, um eben das einfach so als einen weiteren Meilenstein auf dem Weg zu dem ursprünglichen Ziel, jedes Kind soll mal programmiert haben, wirklich zu sehen. Von daher, tausend Dank, dass ihr diese geile Idee hattet, den wunderbaren Namen, die Inspirer, die Kids einfach mit für Zukunft zu begeistern. Und ich freue mich drauf, dass ich das weiter umsetzen darf. Danke euch. Dir tausend Dank und dem Team, dass ihr das macht. Absolut.
Na, haben wir eure Neugier geweckt? Dann erzählt von uns. Schickt Kindern unsere Kurse. Guckt auf unserer Website vorbei. Wir haben immer spannende Angebote. Der Link ist in den Shownotes. Wir freuen uns riesig, wenn wir mit euch die Welt etwas verbessern können. Das war ein Interview von der Hacker School. Bis zum nächsten Mal. Eure Julia.